Herzlich willkommen zur Mechatronik-Playlist von StudyHelp TV. Ganz wichtig ist, auch wenn man ja immer so ein bisschen geneigt ist, die Einleitung einfach zu skippen, würde ich empfehlen, dieses Video auf jeden Fall einmal komplett zu schauen. Warum? Weil ich hier den roten Faden versuche zu erklären und rüberzubringen, der uns die ganze Playlist über verfolgen wird. Also erster Hinweis, dieses Video unbedingt schauen. Ich wäre ja doof, wenn ich das nicht am Anfang von jedem Video sagen würde, aber hier meine ich es auch wirklich ernst. So, Mechatronik. Mechatronik ist ja jetzt so ein Wort, das erklärt sich nicht so richtig von alleine. Deswegen machen wir das mal. Also Mechatronik. Worauf ja wahrscheinlich noch jeder kommt, ist die Erkenntnis, dass der Begriff sich zusammensetzt aus Mechanik und Elektronik. Aber ich wage mal zu behaupten, dass auch das uns noch nicht so richtig weiterbringt. Also Mechanik und Elektronik. Worum geht es denn jetzt überhaupt? Also, ich schreibe mal noch dazu, ganz wichtig ist, in der Mechatronik will man manchmal in bestimmten Anwendungsbereichen ziemlich schnell irgendwelche Kräfte haben, um irgendwas zu machen, auf Testständen oder so. Das heißt, man macht meistens dann über einen Elektromotor und Strom Kraft in einem Hydraulikzylinder. Und deswegen reden wir, wenn wir hier über Mechatronik sprechen, auch mal noch kurz über Hydraulik. Also merken schon mal, Mechatronik hat was mit mechanischen, elektronischen und hydraulischen Systemen zu tun. So, System ist jetzt schon das große neue Wort. Was ist das Ziel von Mechatronik, so wie es in dieser Playlist eingeführt wird? Also, wir haben eine große Box. Da passiert irgendwas. Und zwar ist diese Box irgendein System. Kann irgendeine Maschine sein, kann irgendeine Teilkomponente von irgendwas sein, ist jetzt wurscht. Irgend so ein Ding, da kann man was mit machen, dann rappelt es in dem System und dann kommt hinten wieder was raus. Das ist also schon der nächste Schritt. Man hat also in einem System in der Regel einen Eingang, den nenne ich jetzt mal U. Also U ist der Eingang. Und was auch immer ganz schön ist, dass man das Verhalten von solchen Systemen hier über die Zeit beschreibt. Also habe ich einen zeitabhängigen Eingang. Also in der ersten Minute, weiß ich nicht, kloppe ich fünfmal drauf pro Minute, in der zweiten Minute kloppe ich zehnmal drauf und so weiter. Zeitabhängigkeit kann man sich vorstellen. So, dann mache ich also irgendwas mit dem System. Im System rappelt's und hinten raus kommt auch in Abhängigkeit der Zeit ein Ausgang Y. Und was ich in der Mechatronik versuche zu machen, ist ganz gezielt mit mechanischen, elektronischen und eben manchmal auch hydraulischen Komponenten irgend so ein System zu basteln, so dass ich ganz genau weiß, wenn ich diesen Eingang habe und den in mein System reinschicke, dann passiert in diesem System irgendwas und es kommt irgendein Eingang Y raus. Das ist im Grunde genommen der Zugang, über den wir uns nähern. Jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man das denn hin? Wie bekomme ich so eine Systembeschreibung hin, so dass ich genau weiß, wenn ich das und das reinstecke, kommt das und das raus. So, und das ist jetzt eben der besagte rote Faden, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Vorgehen. Was machen wir als erstes? Also, wir haben ein riesengroßes, komplexes System. Komplex ist immer blöd, da muss man viel denken und vor allen Dingen kann man viele Fehler machen. Deswegen ist der erste Schritt, dass wir das System in Teilsysteme zerlegen. Und da kommt jetzt eben wieder dieser schöne Begriff der Mechatronik ins Spiel, weil wir das nämlich in reine Systeme einer Disziplin zerlegen, nämlich entweder mechanische, elektronische oder hydraulische Teilsysteme. Damit man da jetzt nicht jedes Mal, wenn man ein System versucht zu beschreiben, irgendwie das Rad neu erfinden muss, gibt es da sogenannte Standardelemente. Die stellen wir im nächsten Video vor. Das heißt, ich erwähne hier schon mal so ein bisschen die Titel von einigen Videos, die uns noch erwarten. Wir sprechen also dann über reduzierte Lösungselemente. Das sind einfach so Standard-Lego-Steine und wenn ich die geschickt ineinander stecke, habe ich am Ende mein ganzes System. Also wie gesagt, das hier sind so Begriffe für Videos, die uns noch erwarten. So, wenn ich mein System in Teilsysteme zerlegt habe, dann weiß ich ja schon mal, aha, das ist ein Zahnrad, das ist ein Zylinder, das ist ein Stromkreis. Dann möchte ich aber auch als nächstes wissen, was passiert denn in diesem Teilsystem? Also ist der nächste Schritt, die Teilsysteme einzeln zu beschreiben. Ja, und wenn ich die einzeln beschrieben habe, dann rappelt so jedes einzeln vor sich hin. Das nützt mir ja auch noch nicht so viel, also muss ich sie wieder zusammenfügen. Das heißt, ich beschreibe jedes Teilsystem einzeln und koppel sie dann über die Stellen, an denen sie verbunden sind.
So, das kann man sich ja auch noch einigermaßen vorstellen. Was braucht man dafür, um so Teilsysteme in Abhängigkeit der Zeit zu bestimmen, Entschuldigung, braucht man Differentialgleichungen. Klingt erstmal unheimlich. Wir werden sehen, das lässt sich eigentlich auf ein paar wesentliche Geschichten eindampfen und dann ist es auch nicht mehr ganz so unheimlich. Und die Kopplung von so Teilsystemen zu einem ganzen System kann man grafisch zum Beispiel in Blockschaltbildern zusammenfassen. Also all das, wie gesagt, nur erstmal für einen roten Faden ist jetzt kein Problem, wenn man diese Wörter alle noch nicht so richtig kennt, beziehungsweise einordnen kann. Ja, was haben wir dann also? Wir haben unsere große Ratebox zerlegt in einzelne Standardbaukästen. Die haben wir einzeln beschrieben und dann wieder gekoppelt. Und was haben wir denn dann? Ja, dann haben wir hoffentlich erreicht, dass wir in einem dritten Schritt dann jetzt das komplette Systemverhalten beschreiben können. Um das machen zu können, müssen wir so ein bisschen an der Differentialgleichung rumbasteln und brauchen dafür ein sogenanntes Lösungsverfahren nach einem französischen Mathematiker, der Laplace hieß. Das sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich noch rund um Würfelexperimente was. Das war der gleiche Typ. Also, wir müssen uns dann über die sogenannte Laplace-Transformation unterhalten, damit wir das Systemverhalten auch wirklich beschreiben können. Und was dann auch noch ins Spiel kommt, sind die sogenannten Bode-Diagramme. Das sind dann also so schöne Kurven, wo dann der Mechatronik-Experte oder angehende Mechatronik-Experte schon sagen kann, aha, das oder das passiert da, wenn ich da so und so feste draufklopfe oder wie auch immer. Okay. So, das sind also schon mal so ein paar Stichwörter von dem, was uns jetzt erwartet. Und ich möchte das Ganze nochmal, damit man so eine etwas grobere Idee davon hat, was ich jetzt erzählt habe, mit einem kleinen Beispiel abschließen. Also stellen wir uns mal vor, es könnte jetzt ja Folgendes sein. Wir haben irgendwo in so einer Halle eine Maschine, die steht da rum. Die ist irgendwie so aufgebaut. Das hier ist das Fundament. Ja, und dann gucken wir hier mal so ein bisschen rein. Da ist so eine Röhre mit so Schachten, keine Ahnung, keine Sorge, ich erkläre da gleich noch was zu. Und hier ist noch so ein oller Trichter oben drauf. Hier ist irgendwie ein Motor. Und hier ist dann so eine Düse mit einer Laufbahn. Also konkretes Anwendungsbeispiel. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine sogenannte Plastifiziereinheit. Allerdings in der Darstellung ein bisschen für doofe, aber wir wollen ja nur schnell eine Idee transportieren. So, was kann man sich denn jetzt vorstellen? Also, was geht denn jetzt in dieses ganze System so rein? Wir haben doch auf jeden Fall hier an diesem Motor einen Strom I und eine Spannung U anliegen. Hier oben wird Folgendes reingekippt, so Kunststoffgranulat. Kunststoffgranulat. Abgesehen davon, dass man dann natürlich bestimmte Stoffwerte hat, gibt es da vor allen Dingen einen Massenstrom an so kleinen Plastikkörnern, die da oben reingekippt werden. So, dann ist das hier so eine Schnecke mit so Kanälen, kann man sich fast vorstellen wie eine Turbine, also es ist quasi so ein Zylinder mit so Schaufeln rundherum und der ist warm, also kommt jetzt hier auch noch ein Wärmestrom rein, weil das Zeug eben heiß ist. Dann schmilzt hoffentlich das Granulat hier irgendwie auf. Also hier kommt das Granulat rein, wird dann immer mehr und mehr so eine Suppe. Und wenn man das dann alles passend gemacht hat, dann entsteht hier drin natürlich ein gewisser Druck P. Und hier kommt am Ende ein Volumenstrom V raus. Was hat das Ganze jetzt mit Mechatronik zu tun? Zugegebenermaßen jetzt hier alles stark vereinfacht, aber es geht einfach nur um folgende Idee, damit man nochmal genau weiß, was man jetzt macht. Man könnte jetzt von dem mechatronischen Ansatz her, den ich eben beschrieben habe, rund um diese Geschichte sagen, ach so, plastifizieren übrigens ist in der Kunststofftechnik einfach nur das Wort für aufschmelzen, mehr steckt da gar nicht hinter. Was könnte man denn jetzt hier mal fragen? Also Grunde genommen, ohne das jetzt im Detail machen zu wollen, ist doch das Ganze hier jetzt einfach nur wieder, der Stift ist ein bisschen dick, Sonnensystem. Das ist eben diese Plastifiziereinheit. Was geht da jetzt rein? Also, wir haben doch da jetzt verschiedene Eingänge, nämlich einen Strom, den ich in den Motor einstelle. Der Motor dreht ja hier diese Schnecke. Das heißt, ich habe einen Strom, ich habe eine Spannung, ich habe einen Massenstrom. Dann habe ich vielleicht hier in der Schnecke eine gewisse Drehzahl. Ich habe einen Trägheitsmoment der Schnecke. Das ist ein ziemlich großer Stahlzylinder.
Ich habe einen Wärmestrom, der dann reingeht. 1000 verschiedene Stellgrößen, Knöpfe, die ich hier irgendwie drücken kann. Und am Ende kommt der Volumenstrom raus. Und was will ich denn jetzt erreichen? Ich möchte jetzt genau wissen, wie ist der Zusammenhang, wenn ich das und das und das und das hier einstelle, das in meine Zauberkiste schicke und dann was für ein Volumenstrom an Kunststoff da rauskommt. Das wäre also ein Ansatz, wo man dann über die Modellierung von mechatronischen Teilsystemen, die Kopplung und danach hat die Beschreibung des Systemverhaltens vielleicht irgendwie diesen Zusammenhang hier mal steuern könnte. So, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also, erster Hinweis war, dieses Video unbedingt zu schauen, damit man so ein bisschen einen roten Faden bekommt. Mechatronik ist eine Disziplin, die verschiedene Teildisziplinen der Technik verbindet, nämlich Mechanik, Elektronik und manchmal auch noch Hydraulik. Was ist das Ziel? Wir haben ein unbekanntes System, in das ein Eingang aufgeschaltet wird und aus dem dann irgendein Ausgang kommt. Was wollen wir machen? Wir wollen dieses Systemverhalten beschreiben, um zu wissen, wie ist der Zusammenhang von Eingang und Ausgang. Wie machen wir das? Wir zerlegen unser System in Teilsysteme. Das machen wir über den Ansatz der sogenannten reduzierten Lösungselemente, also so ein Standardbaukastensystem. Dann beschreiben wir diese Systeme einzeln über Differentialgleichungen und koppeln sie dann, zum Beispiel grafisch mit Blockschaltbildern, und kommen dann hoffentlich, wenn wir diese Differentialgleichung aufgestellt und gelöst haben per Laplace-Transformation, zu einer großen Gleichung, die das Systemverhalten beschreibt. Das kann ich auch über das Bode-Diagramm visualisieren. Und darüber komme ich dann hoffentlich zu einem Ansatz, um dann zum Beispiel, wie in diesem kleinen ausgedachten Beispiel, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen aus den verschiedenen Größen, die ich im Eingang einschalten kann, um dann einen bestimmten Ausgang zu erzeugen.